Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge QSG und heute wollte ich eigentlich mich nur noch mal bedanken für 1000 Abonnenten. Also nochmal bedanken, weil ich es ja noch nicht wirklich in dem Video gesagt. Und ich hoffe, ich freue mich, dass mal wieder QSG kommt, weil QSG finde ich einfach, kann man immer chillig spielen. So, wenn ich jetzt da unten, was nicht so vorteilhaft ist, weil ich da jetzt wahrscheinlich unten bleiben muss. Bis zum Deathmatch. Aber da könnten wir vielleicht noch. Ja, okay, da können wir nichts machen. Das ist jetzt natürlich doof, aber ich glaube, ich nehme die Runde trotzdem, weil die ist gar nicht so schlecht gewesen. So. Ich hatte jetzt schon ein paar Aufnahmen versuchen, also. Ja, nicht wundern. Da kommt ja einer runter. Ich glaube, er kommt runter. Übrigens spiele ich mit dem, von Zart spielt mit dem Infinity Pack. Das ist ziemlich geil. Das empfehle ich euch sehr. Das ist richtig nice gemacht. Die Schwerter generell. Generell eigentlich alles ist geil. Golduff ist so und der Bogen einfach. Oh mein Gott, der ist einfach so mega geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den so geil. Und da kommt einer und der ist tot. Ja, die sind alle nicht so klug und runter sofort. Der ist ein bisschen klüger jetzt. Der Bowspin wenigstens. Hilft der auch? Nee. Es leben noch vier Spieler. Also Deathmatch gegen die gleich. Drei Kills gemacht, das ist eigentlich ganz okay. Wie die Runde zu gewinnen wird ziemlich schwer. Den habe ich auch. Okay. Das ist natürlich eine sehr gute Runde, würde ich mal sagen. So, ich frage mal, ob wir fair machen. Kann es sein, weil manche Leute machen fair, wenn man schreibt. Aber zum Glück kann ich noch ein bisschen bossen mit 10 Pfeilen. So. Der Typ ist da hinten. Ist ein Difficult. Kann man nicht sehen, auch mit F3 auch nicht. Aber das ist kein so großes Problem, denn ich glaube, ich hole mir den dann schon noch im Deathmatch. Vielleicht, wenn es geht. Ich habe einen Goldapfel nämlich auch noch. So kann ich schon mal ein bisschen. Ich schimmel meine Risse aus, damit ich sofort angreift. Ich glaube, ich schlug meinen Gall auf und warte, bis er kommt. So, jetzt gehen wir in den Bogen-Kombo. Den holen wir. Der dürfte los sein. Ja, lol, dann haben wir Leute. Ich würde sagen, wir sind jetzt in der zweiten Runde Kurs gehen. Willkommen zurück zur zweiten Runde Kurski. Die Map, die weiß ich leider wieder nicht, weil das einfach, weil ich nicht, ich bin nicht so oft Kurski, dass ich das weiß. Ich kann meine Stats zeigen. Ja, ist nicht das Beste. Aber auch nicht das Schlechteste. Ja, den können wir schön Boss finden. Hinter uns. Oh mein Gott, da muss ich kurz husten. Ich habe ein Schwert. Und da sind noch zwei, die kämpfen gerade. Die stauben wir jetzt mal ab. Komm, abstauben. Er gibt mir natürlich die extremste Kombo. Und ich habe ihn sogar noch, lol. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Im Angel, okay. Ich esse dann mal. Ich spiele übrigens mit dem Baby Mod mit der neuesten Version. Wenn wir fragt. Also ich habe keine besonderen Mods an oder so. Weil ich sowieso fast keine FPS habe. Da kann ich mir das einfach nicht leisten. Ich warte mal, bis sie kommt. Den dürfen wir ab, oder? Ja, dann habe ich ja nice. Zwei Herzen nur noch. So, wir haben ziemlich gutes Equip.
die mal aus. Weil es wäre mir gerade ein bisschen zu viel. Ja. Es wird jetzt natürlich ziemlich schwer, da noch zu packen irgendwie. So, aber... Ja Leute, ich würde sagen, trotzdem, das war's mit den Runden kurz und ich glaube, bis zum nächsten Mal und tschüss.